jetzt noch einen vernünftigen Torwart, ne? Hm. Ja, bei mir dauert es noch lange, bis die Mannschaft so halbwegs was hinbekommt. Komm, passt Aber schon. das will man ja auch. Man will ja da auch ein bisschen rumbauen, ne? Sonst wäre es ja langweilig. Was können denn die Spanier im Endeffekt? Da will ich jetzt auch mal gucken. Zum Bräunig. Linker Flügel. Boah, das wird echt. Ich glaube, das wird bitter, wenn. Aber den bräuchte ich dringend. Ich vermute mal, der wird jetzt richtig abgehen. Paolo Hernandez. Ach, mit richtig abgehen habe ich es noch nicht so. Ja, die Spanier sind ja erstmal mal unbezahlbar, ne? Ja. Spanische Liga ist ja absolut unbezahlbar. Kannst du dir nicht leisten, ne? Das ist echt so. Da würde jeder Einzelne erstmal mein Budget überschreiten. Jeder Einzelne. Selbst der, wahrscheinlich der Schlechteste daraus. Also will man das ja auch haben. Aber klar. Ah, diese Menüführung ist noch nicht so meins, muss ich echt sagen. Ja, nee, mit der das Maus ist gefällt ein mir auch bisschen noch nicht blöd, so. ne? Oh, Gott sei Dank. Puh. Yay. Yeah. Torwart, ne, ne, ne. Nur ein RM. Ja. Brauche ich das? Oder das brauche ich, Tatsache. Downing? 400 Taler? Ja. Wer lässt sich denn von die Altmetallprofis sponsoren? SV Gröding? Eier. Ja. Jeder wie er mag, ne? Ja, eben. Die Das Trikot will ich aber nicht anziehen. Nicht? Oh, das ist aber schade. Das wäre doch gerade so schön. Da kannst du gleich sagen, ja, heute gehe ich mal zum Altmetall. Endlich. Alter, mein Menü backt gerade. Cool. Nee, meinst nicht. Stark, was mache ich jetzt? Keine Ahnung. Aufgeben. Das kann ich dir nicht sagen. Was immer ganz gut hilft, neu installieren. ADAC rufen vielleicht? Ja, das könnte gleich noch kommen. Ja. Also wenn gar nichts mehr geht, ne? Navi fragen, wie es weitergeht. Alter, das... Jo, ich glaube, es ist gerade abgeschmiert. Ja, super. Klingt gut. So, wenn ich will beenden. Beenden. Ich will doch nur beenden. Nächster Versuch. Next trial. Los. Gib mir. Hauptsache auf dem nächsten FIFA ist nicht das Face von Ronaldo. Na, no, wahrscheinlich schon. Das wäre echt schlimm, wenn man das die ganze Zeit sehen müsste. Mhm. Und yay! So, jetzt gucken wir mal kurz mit dem Verein. Na, Cody holt sich gerade wieder einen geilen Spieler nach dem. Was ist mit dem FC Bombenleger eigentlich los? Ja. So, Liga-Mannschaft. Meine Mannschaft, ne? Mhm. So, jetzt sind wir mal hier auf Transfers und so. Oh, Shop. Bombig, bombig. Nicht zugewiesen. Verlassen. Wo ist denn jetzt? Warte mal. Home. Home, home, home. Anstoß. So, wo ist meine Mannschaft? Mein Verein. Meine Mannschaft. Wo kriege ich denn jetzt meine ganzen tollen Spieler hin? Ja. Die du gekauft hast? Ja. Oben bei Shop sind die wahrscheinlich mit drin, noch nicht zugewiesen. Du musst sie erstmal von der Liste nehmen, von der Beobachtungsliste. Du musst gewonnene Objekte entfernen. Dann sind die oben im Shop. Von da aus kannst du sie in den Verein speichern. Und von da aus kannst du sie in deine Mannschaft ziehen. Warte mal kurz. Wo kriege ich diese Beobachtungsliste? Beobachtungsliste. Ah, da. So. Gewonnene entfernen und hast du sie über Shop drin, dann kannst du sie in den Verein speichern. Und dann kannst du sie erst ein bisschen umständlich. Es gibt bestimmt noch einen leichteren Weg, aber ich weiß jetzt gar nicht welchen. Insofern egal, ne? Abgelegte, warte mal, gewonnene Objekte entfernen. So. Abgelegte Objekte entfernen. Gut. So, Shop.
Nicht zugewiesen. Na, klappt's. Sieht gut aus. Sehr gut. Also ich habe auf jeden Fall schon mal einen linken Flügel, einen Innenverteidiger und ein rechtes Mittelfeld. Nice. Du hast richtig groß eingekauft. Soweit bin ich noch nicht. So. Jetzt gucken wir mal meine Mannschaft an. So. Das könnten wir auch schon mal gleich gebrauchen. Hey. Hallo. Ich möchte gern mein... Oh. Wieso kann ich mal... Hey. So, Colli, zum Abschluss noch ein kleines Spielchen gegeneinander. Ja, ich möchte gern aber erstmal mal kurz mein Team... Hallo. So, ich habe 2 Innenverteidiger jetzt gekauft und 1 ZDM. Ah, nee, soweit bin ich noch gar nicht. Wieso kann ich das in meiner Mannschaft... Ich habe Rami für... ziemlich wenig gekriegt. Für... 700. Gehe über den Home-Button, gehe über Anstoß, gehe auf meinen Verein, gehe auf Mannschaft und da kannst du auch alles ändern. Ja, das will ich gerne, das kann ich aber leider nicht. Ah. Du klickst auf den Home-Button oben. Das Haus. Ja. Dann klickst du auf Anstoß. Ja. Dann klickst du auf meinen Verein. Ja. Dann klickst du auf Mannschaft. Mannschaft. Und jetzt änderst du es. Ah, ja. Jetzt klappt's. Ja, ist klar. Ich hab nichts gesagt. Gut. Da schon hättest du was gesagt. Nee, nee. Wie konnte ich was sagen, ne? So, mit 2000. Yay. Yeah. Yeah, 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 yeah. Bist du soweit? Warte, gleich. Yeah, yeah, yeah. Jo. Jo? Jo, bin soweit. Also ist jetzt noch nicht wirklich besser, aber... ich meine, jetzt können wir schon mal mit ein paar neuen Spielern neu spielen. Oh, ich das schon sehe, bei dir wird mir schon schlecht. Jo, annehmen. Jo. Yeah, 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 yeah. Jo, alles gut. Weiter. Ach ja, weiter muss man ja auch immer noch weiter. Klicken. Und weiter geht's. Warten, dass Gegner weiter drückt. Jo. So, diesmal nicht die Schlafanzüge. Einfach mal so. Vielleicht ist es erfolgreicher als die Schlafanzüge. Yeah. Party starten. Yeah. Oha, oha. Oh, deine Mannschaft sieht aber auch schon deutlich besser aus. 3 neue Spieler. Ein Torwart, ein Zom, ein Stürmer. Ja, plus 2 Silberspieler. Ja, plus deine 2 Silberspieler, ja. Ja, der eine Silberspieler, stimmt. Der kam noch dieses Pack dazu, was man letztes Mal noch nicht hatte. Stimmt. Ja. Yeah, 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 könnte ein spannender Kick werden, ne? Das könnte ein spannender Kick werden, ja, mal gucken. Sind die Kommentatoren jetzt eigentlich auch aus? Ja, sind alle aus. Den kann das ja losgehen. Ne? Kann nicht richtig. FIFA-Orakel mal anders. Ja, in der Bundesliga-Pause muss man sich zu helfen wissen. Ja, irgendwas finden, was... Ja, ich weiß, warum dieser Knie hier... Ehren Derdiok ist halt schon mal eine andere Hausmarke. Aber es reicht natürlich noch nicht. Irgendwie habe ich hier, vielleicht soll ich ultra hoch noch mal wegnehmen. Mein Internet hat damit anscheinend ein paar Probleme. Hast du oben immer auch noch diese Anzeigedinger? Das muss man auch noch irgendwie aufstellen können, glaube ich. Das wäre zumindest toll, wenn man das könnte. Ja, ich nehme an, dass man das kann. Das nervt ja doch ein bisschen. So, jetzt haben wir zumindest mal da. Wow! Oh. Damit habe ich nicht gerechnet. Ja, und ich habe auch nicht damit gerechnet, sonst wäre ich entscheidender nachgerückt. Bam! Oh, das gibt es doch nicht. Guter Torwart. Ja, guter Torwart, der noch nichts kann. Das gibt's nicht. Das war eng. Das war echt eng. Das war schon fast bitter. Könnte man auch so bezeichnen, ja. Wie man es auch immer... dreht und wendet. Och, dann liegt er den gar nicht durch. Ja. Ich komme auf jeden Fall noch nicht so richtig durch. Das kann man mal festhalten. Das gibt es nicht. Abseits. Und ja, da. Oh Mann, oh Meda, der Torwart hält doch, was willst du? Was mich eigentlich wundert.
Das hat's bestimmt gebracht. Oh, Alter, hält einfach mal fest. Sagt sich. Aber das war auch nur mal ein anderer Silberspieler. Locker flockig. Oh, da kommt er mal und Hildebrand, da ist er das erste Mal gefordert. Der Gute. Und Hildebrand hätte ich auch gern. Das ist torwarttechnisch. Na, so doll ist er auch nicht, aber ist besser als nichts. Alter, dieser Chamberlain geht mir ja mal richtig auf den Sack, ne? Ja gut, dass ich ihn noch nicht einsetzen kann, wenn er noch nicht so richtig einsetzen. Selbst wenn er noch so geil ist, aber ich weiß noch nicht so, das mit ihm anzufangen, was er eigentlich könnte. Ja, gut. David Barral! Das war sauber zu Ende gespielt, würde ich sagen. Die Flensburger. Oh. Die Flensburger mit einer gelben Karte, würde ich sagen. Das ist eher wohl der Halbzeitpfiff. Ja, gut, dass es keine gelbe dafür gab. Oh, da hat er noch gut gehalten. Der Mann, dann konnte er ja nicht viel machen, ne? Nee, das stimmt. So, fortsetzen. Aha, stark. Witzig, dass genau die Leute, die nicht neu sind, hier gerade entscheidend wirken. Aber der Silberspieler war ja auch neu. Ich wollte sagen, der war drauf. Und Timo hat schon einen Ball gehalten. Immerhin. Ich spiele jetzt mein erstes Online-Ligenspiel hier. Oha. Oh nee. Jetzt habe ich meine Verteidigung aufgerüstet, ha? Und jetzt endlich mit Controller spiele und nicht mehr mit Maus und Tastatur. Ja gut, das ist ja auch, ne? Das Spiel werde ich mir angucken, was du gegen Keule gespielt hast. Das muss ja lustig aussehen. Das sah so blöd aus. Es war ähnlich spannend wie das Spiel, was wir vorher hatten. Hey. Oh, Alter. Dafür, dass es so ein Bronzespieler ist, ne? Ja, hält ganz gut, ja. Der Diok! Kommt nicht ran. Manzian legt ab. Daniel Didavi, neuer Mann! Bam! Das goldene Händchen. Okay, und ja, das, du sagst, deine neuen Männer machen nichts, ne? Ich glaube auch. Manzian noch. Daniel Didavi. Strammes Ding. Julian Schieber macht sein erstes Ding. Nice, hast du wohl einen guten Gegner abgegeben. Ja, ich habe Glück, aber also ich lag vorher 1-0 hin. Jetzt 1-1. Achso. Also es hält sich. Aber das könnte man das irgendwo ausstellen, dass da einem die Steuerung angezeigt wird. Haben wir schon drüber gesprochen. Keine Ahnung, bei uns ist es auch noch da. Kann man aber bestimmt. Die nervt. Die nervt ganz dezent. Oh, jetzt kommen sie. Die Engländer. Abseits. Ja, doch. Doch leicht deutlich, ne? Alter, wie sieht Timo denn aus? Stark. Der geht ja richtig nah ran beim Abstoß. Kameratechnisch. Das ist total doof. Das ist total doof. Boah. Ich komme mit der neuen Aufstellung auf jeden Fall noch nicht so gut klar. Das ist mir sicher. David Barrel, der Schütze vom 1-0. Au. Oh. Nee. Wird hier aber auch gut in die Zange genommen. Na, da wollte er es einfach mal probieren. Aber da war gar keine Lücke da. Ja, die Passwege stimmen noch nicht so ganz. Nee, überhaupt nicht. Und diese Dreier. Ja, das Problem scheinen wir aber beide zu haben.
Alter, hat der Ruck mein Bronzespieler, der gewinnt voll viele Zweikämpfe. Wow, das war ja auch mal ein starker Zweikampf. Ich wollte sagen, da waren sie beide richtig stark. Hey. Ecke. Immerhin. Nur Ecke. So, jetzt führe ich dann. Der Diok! Oh! Aluminium. Der Diok noch ein bisschen glücklos. Ja, dafür trotzdem das 2-0, ne? Team Flensburger da. Team Flensburger mit dem guten Wappen. Mit ja, den Frauen recht. Gucken, wie es nach dem nächsten Transferfenster aussieht, würde ich sagen, ne? Ganz genau. Gut, Leute, ich habe morgen früh Uni. Ich glaube, ich bin mal raus, aber ihr könnt ja gerne noch ein Spielchen machen. Wagen. Nee, ich muss morgen auch um 8 in der Fahr sein, von daher. Du musst ja auf jeden Fall noch hören, wie es ausgeht. Was war in der 27. Minute? Was hat Daniel da wieder gemacht? Hat er sich verletzt? Hat er jemanden verletzt? Weiß ich nicht. Ich check das nicht so ganz, weil da gerade irgendwie so ein Kreuzchen war. Mal gucken, was es gleich heißt. Nochmal auf weiterklicken. Du hast gewonnen, gut gemacht. Okay. Dankeschön, liebes Spiel. Nö, ich habe keine Verletzten. Ich wurde nur überboten, wie sie aussehen. No. Na gut. Wollen wir mal gucken, Beobachtungsliste? Ich bin jetzt erstmal raus. Wie viele Spiele habt ihr denn schon gekauft? So viel mehr als 4 könnt ihr doch gar nicht gekauft haben. 3 habe ich gekauft. 3, bisher. Richtig. Ja. Weil für mehr ist doch gar nicht das Geld da. Ja, eben. Na gut. Gut erkannt. Also Jungs, macht's erstmal gut. Jo, ne? Du auch und wir sehen uns denn, ja. Die Tage. Die Tage. Die Tage, jo. Bis dann. Ciao, ciao. Bis dann. Tschö.